Der Panzerkampfwagen 5 mit dem markanten Beinamen Panther ist ein schwerer, gut gepanzerter, agiler und schlagkräftiger mittlerer Panzer, mit dem ich eine Menge Spaß hatte. Hallo Freunde, mein Name ist Peregrin und ich gehe für euch auf die Unterschiede in den Versionen des Panthers ein und helfe dir bei der Frage, ob es sich lohnt, den ganzen Stapel bis zum Panther F zu forschen. Viel Spaß! Unsere Panther-Safari beginnt mit dem Panther D. Diese erste Version wurde schnellstmöglich in Dienst gestellt, um bei der Panzeroffensive bei Kursk eingesetzt zu werden. Zieleine VK-3002M. Du warst nur ein Versuchsfahrzeug und unterscheidest dich vom echten Panther nur durch weniger Panzerung und Gewicht, was dich zwar schneller macht, aber du bist keiner Erwähnung wert. Abflug! Der echte Panther ist im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Panzer IV, stärker gepanzert, schneller, agiler und besser bewaffnet. Die primäre Panzerplatte von 80 mm Stärke. Moment, 80 mm hat er doch auch der Panzer IV. Freunde, wem es noch nicht aufgefallen ist. Das hier ist eine durchgehende 80 mm dicke Panzerplatte, die in einem 55 Grad Winkel auf eintreffenden Beschuss wartet. Das bedeutet, dass gerade auftreffende Projektile mindestens 120 mm Panzerstahl durchdringen müssen, um an eure Besatzung zu kommen. Das ist schon fast die Größenordnung eines schweren Panzers. Achtet aber auf eure Seiten, denn die 40 mm Panzerung an den Seiten hält nur Kleinkaliber ab, also schaut dem Gegner mutig ins Gesicht. Wichtig ist aber, dass ihr nicht versucht, den Panther anzuwinkeln, da seine Seiten dafür zu dünn gepanzert sind. Der Turm ist beschusseinladender. Zum einen sind die Turmwangen relativ breit, was ein gutes Ziel abgibt, und zum anderen bildet die konvexe Wangenpanzerung nicht ausreichend Schutz. Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr euch also gerade im Nahkampf häufig mit ausgeschalteter Turmbesatzung oder zerstörtem Geschützverschluss wiederfinden. Allerdings hält die Panzerung und das Gewicht von 44 Tonnen den Panther D dank seinen 650 Pferdestärken nicht vom Sprinten ab. Mit 55 km/h Spitze kommt da eine Menge Masse ziemlich schnell auf einen zu. Und mit 14,3 PS pro Tonne kommt der Panther ziemlich schnell aus dem Knick. Vorwärts zumindest, denn rückwärts liegt eure Maximalgeschwindigkeit bei sagenumwobenen, phänomenalen, nicht zu glaubenden 4 km/h oder weniger. Überlegt euch also zweimal, wo ihr rein- oder rausfahrt, denn rückwärts ist der Weg zurück wirklich, wirklich lang. Gott sei Dank habt ihr denselben Rauchgranatenwerfer, den wir schon vom Panzer 4G kennen, der euch 6 Rauchgranaten bietet, die paarweise in Turmrichtung ausgestoßen werden. Das absolute Sahnehäubchen ist dann aber die 75 mm Kampfwagenkanone 42 des Panthers, die mit einem Durchschlag von 188 mm auf 100 Metern 31% mehr Panzerung durchdringt als die des Panzer 4. Und damit nicht genug, hat die Panzergranate 39 des Panthers eine 21% höhere Mündungsgeschwindigkeit als das Äquivalent des Panzer 4, was dazu führt, dass Ziele auf Entfernung noch leichter zu treffen sind. Dafür dauert das Nachladen mit 9,6 bis 7,4 Sekunden 26% länger als bei seinem Vorgänger. Munitionstechnisch fasst der Panther D 79 Schuss, wobei ihr nicht mehr als 31 Schuss mitnehmen solltet, damit Turm und Seiten leer bleiben, was die Chance auf ein Feuerwerk drastisch reduziert. Ihr habt zum einen die gewohnte Panzergranate 39 zur Verfügung, die alles ist, was man braucht, und AE-Granaten, von denen ihr auch ein bis zwei mitnehmen solltet, um offene Fahrzeuge auszuschalten. Beim Thema Gun Depression müssen wir gegenüber dem Panzer 4 mit nur minus 8 Grad auskommen. Aber keine Bange, zum einen liegen wir damit über dem Durchschnitt und zum anderen ist das völlig ausreichend. Dank des neu entwickelten Schlachtenlaufwerks, das neben Freude am Fahren auch schön anzusehen ist, könnt ihr auch sehr präzise Schüsse aus der Bewegung abfeuern, wenn ihr nicht über eine Buckelpiste fahrt und die Finger von Gas und Bremse lasst. Darüber hinaus kann der Panther sich auch im Stand drehen, was für eine essentielle Technik sehr wichtig ist, auf die ich gleich eingehe. So richtig peinlich ist nur die Turmdrehgeschwindigkeit im Basiswert von 3,6 Grad pro Sekunde. Fühlt sich an, als ob da jemand mit einem ganz kleinen Rädchen per Hand kurbeln muss. Ernsthaft? Wenn ihr im Nahbereich nicht schon fast genau dorthin schaut, wo ein Gegner herkommt, seid ihr geliefert. Diese Schwäche und die Schwachstellen am Turm machen es nebst der hervorragenden Kanone empfehlenswert, den Panther D als Distanzwaffe zu betrachten. Flanken- und Sniper-Positionen sind genau sein Ding. Auf Entfernung ist es sauschwer, die Schwachstelle am Turm zu treffen, die Turmdrehgeschwindigkeit fällt nicht ins Gewicht und die Kanone ist das perfekte Anklopfgerät. Wenn ihr doch mal den Turm schnell drehen müsst, dann empfiehlt es sich, Wanne und Turm gleichzeitig in die Richtung des euch bedrohenden Gegners zu drehen.
Dies verringert die Zeit, bis ihr das Ziel bekämpfen könnt, deutlich und bringt eure starke Frontplatte ins Spiel, statt eure verletzlichen Seiten zu präsentieren. Ziehen wir doch weiter zum Panther A. Ich werde jetzt nur die Unterschiede zur D-Variante beleuchten, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen und nicht immer wieder das Gleiche zu sagen. Was einem als erstes auffällt, ist, dass der Turm sich mit 11,9 Grad pro Sekunde im Basiswert mehr als dreimal schneller dreht als beim Panther D. Glaubt mir, das fühlt sich an wie ein Gottesgeschenk. Darüber hinaus haben wir ein Fliegerabwehr-MG auf der Kommandantenluke positioniert, das mit seiner hohen Feuerrate zur Selbstverteidigung genutzt werden kann und in der Lage ist, einem Kasspiloten durchaus die Suppe zu versalzen. Und dann kommt der Topspeed von 46 km/h. Moment, 9 km/h langsamer? 50 Pferdestärken weniger? Was ist das denn für eine Verbesserung? Tatsächlich sind beim Einsatz der Panther D bei Kurs mehrere Panzer ohne Feindeinwirkung in Flammen aufgegangen. Wie ich vom YouTube-Nutzer T800 erfahren habe, wurden beim Panther A und allen späteren Varianten eine Drossel auf den Vergaser gesetzt, um das Brandrisiko zu verringern. Dies würde den Leistungsverlust erklären. Danke nochmal, T800. Darüber hinaus wurde der Sechsfachwerfer durch den internen Rauchgranatenwerfer ersetzt, den wir schon vom Panzer 4J kennen, der eine einzelne Granate in Turmrichtung ausstößt und sehr schnell nachgeladen ist. Beim Thema Munition ändert sich nur, dass ihr die bekannte Panzergranate 40 dazu bekommt, welche ihr selten braucht, da die 39 in 95% der Fälle über genug Durchschlagskraft verfügt. Mit dem Panther A kann man sich auch gerne mal ins urbane Gelände wagen, denn euer Turm kann sich flexibel neuen Bedrohungen widmen. Die Variante A verliert die wichtigste Schwäche des Panther D und ist ein echter Allrounder. Der Panther A ist der erste Panther eines Stapels, bestehend aus den Varianten A, G und F. Ihr steht jetzt also vor der Entscheidung, ob ihr direkt weiter zum Leopard vorrückt oder noch die anderen Panther erforscht. Also schauen wir uns mal an, was die so zu bieten haben. Der Panther G ist eine überholte Version des Panthers, der vor allem leichter und schneller produziert werden sollte als seine Vorgänger. Dafür wurde seine Hülle neu entworfen, was die zu empfehlende Munitionsmenge auf 22 reduziert und unsere Seite ab sofort mit 50 mm statt 40 mm Panzerschal schützt. Darüber hinaus wurde die Turmpanzerung verbessert. Der Turm ist nicht nur auf bis zu 110 mm Panzerung verstärkt worden, was den Turm besser schützen sollte, sondern der G hat auch das sogenannte Kinn erhalten. Diese Verstärkung der unteren Turmpartie soll verhindern, dass feindliche Geschosse von der Turmwange nach unten in die Wange abprallen. Mal ernsthaft, ist einem von euch das schon mal passiert? Ich habe das nicht mal in der Schutzanalyse synthetisieren können. Bitte schreibt einen Kommentar, ob euch das schon mal passiert ist. Mich würde das echt interessieren. Danke im Voraus. Und dann kommen wir schon zum Panther F. Der neu entwickelte Schmalturm ist vor allem schmaler und bietet ein kleineres Ziel. Ferner ist die durchgehende Panzerplatte von 120 mm Stärke, die feindliche Granaten in einem Winkel von 19 Grad erwartet und beeindruckend oft aushält, eine spürbare Verbesserung. Darüber hinaus ist er als einziger Panther mit einem Entfernungsmesser ausgestattet, welche die Dauer der Entfernungsmessung stark reduziert und dessen Genauigkeit erhöht. Und wenn das noch nicht reichen würde, hat der Panther F mit der Kampfwagenkanone 44 noch ein neues Hauptgeschütz spendiert bekommen, das mit größerem Zoom, gleicher Durchschlagskraft und mit 8,7 bis 6,7 Sekunden spürbar schneller nachlädt. Apropos spürbar, ja, der neue Turm sorgt wirklich für wenige Ausfälle durch Turmtreffer. Leider dreht sich der neue Turm im Basiswert fast 3 Grad pro Sekunde langsamer als bei den Varianten A und G. Und wir verlieren das Fliegerabwehr-MG. Naja. Man kann nicht alles haben. Für die Entscheidung, ob sich das Erforschen der Varianten G und F lohnt, habe ich hier noch einmal die wichtigsten Werte aufgelistet. Für mich ist es einfach. Das Battle Rating des Panthers ist unter deutschen Spielern eines der beliebtesten und man findet immer jemanden, der in dem Bereich zockt. Darüber hinaus ist der Panther F spürbar stärker und gerade der Entfernungsmesser sorgt dafür, dass ihr mit eurer Kanone große Teile der Map kontrollieren könnt. Es lohnt sich. Außer ihr wollt so schnell wie möglich weiter im Tech Tree. Aber dann stellt sich die Frage ja eigentlich nicht. Würdet ihr die Varianten G und F überspringen, wenn ihr jetzt vor der Wahl stehen würdet? Habt ihr es getan? Was hätte ich bei diesem Video besser machen können? Ich freue mich auf eure Kommentare und blende euch hier noch zwei Videos ein, die euch auch interessieren könnten. Auch wenn dieses Video viel Arbeit war, so hat es eine Menge Spaß gemacht, es zu produzieren und ich freue mich, wenn ich euch helfen oder euch unterhalten konnte. Man schießt sich. Peregrin Ende.